Jo Leute, was geht ab? Und wir reagieren heute auf 10 japanische TV-Shows, die es, die für viele zu weit gingen. Abonniert den Channel gerne, Link ist wie immer unten in der Bio und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir starten los. Kennt ihr noch Takeshi's Castle? Oh ja, war mega damals. Über 100 Kandidaten in völlig verschiedenen Spielen antraten, lief auch lange erfolgreich im deutschen Fernsehen und gab vielen schon mal einen guten Eindruck davon, wie verrückt japanische Sendungen sein können. Doch gegen die 10 japanischen Fernsehshows, die wir euch in diesem Video vorstellen, ist Takeshi's Castle tatsächlich absolut langweilig. Euch erwarten heute unter anderem entblößte Körperteile, Männer in rotierenden Waschmaschinen. Das kennt man bei den biederen Asiaten gar nicht. Also bleibt unbedingt dran. Also teilweise sind die echt bieder. Und wo wir gerade bei Sendungen sind, schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welche Serie ihr so richtig gut findet und empfehlen Stranger Things. Scorpion ist auch ziemlich cool, aber leider schon eingestellt. Nummer 10 und einer Show, deren Titel sich am besten mit Sing, was passiert, übersetzen lässt. Hierbei geht es aber nicht, wie man denken könnte, einfach darum, über etwas zu singen, was sich im Raum abspielt. Tatsächlich treten hier ausschließlich männliche Kandidaten im Karaoke gegeneinander an. Okay. Wer seinen Song am besten singt und die meisten Töne perfekt trifft, gewinnt das Spiel. Was sich erst einmal unspektakulär anhört, wird durch einen entscheidenden Faktor jedoch völlig verrückt. Die Kandidaten können nämlich nicht einfach... Ich glaube, ich weiß, was da passiert. ...einfach ungestört ihren Song zum Besten geben, sondern werden während ihres Auftritts von einer Frau hinter einem Vorhang verborgen massiert. Und zwar an äußerst sensiblen Stellen. Okay, doch nicht, okay, doch nicht. Während es den Teilnehmern so sichtlich schwerfällt, sich auf ihr Lied zu konzentrieren, hinter dem Vorhang, man sieht die Frau doch. Hier enormen Spaß. Weiter geht's mit der Nummer 9 okay, und ich glaub, der Show massieren ist, Marshmallow Rubber Band, egal, die auch unter egal, dem Titel sehr weird. Funny Face bekannt ist. Die Teilnehmer der Show werden zum Anfang. Ach so, sie werden hinter dem Vorhang massiert. Oh. Nein, 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 nein. Man glaubt gar nicht, dass das Fernsehen in China so krank ist. Anfangen in ein rotes und in ein blaues Team aufgeteilt und treten dann nacheinander an. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Marshmallows zu essen, die vor dem Kandidaten an Schnüren von der Decke hängen. Was sich einfach anhört, wird jedoch durch eine Sache ganz erheblich erschwert. Die Kandidaten werden nämlich mit einem Gummiband um den Kopf an einer Wand festgebunden. Um an die begehrten Marshmallows zu kommen, müssen sie sich immer weiter nach vorne beugen. Das Gummiband werden nicht. Dabei natürlich von dem Gummiband zurückgehalten. Dieses verzerrt ihr Gesicht zu den komischsten Grimassen und schmerzt selbstverständlich natürlich auch, je weiter die Kandidaten die Augen sich nach vorne beugen. Zumindest die Zuschauer haben aber immer ihren Spaß an der Sache. Kommen wir nun zur Nummer 8. Die haben schon teilweise echt weirde Sachen. Und dem Spiel Don't Eat Noodles in a Washing Machine. Alter. Zu Deutsch ist ja, keine Nudeln klar. In der Waschmaschine, was Bestandteil der Gameshow Gakimono Tsukai ist. Allein das Gakimono Tsukai. Verrät, werden hier tatsächlich Menschen in echte Waschmaschinen Nein. gesperrt, in denen sie dann Nudeln essen. Was sich so schon verrückt genug anhört, wird noch krasser, wenn die Waschmaschinen dann auch angestellt werden. Denn tatsächlich sollen die Teilnehmer ihre Nudeln essen, Alter. Während sie in der Wie sollen die das machen? Immer schneller herumgeschleudert werden. Bei den Menschen in den Waschmaschinen handelt es sich übrigens nicht um die eigentlichen Kandidaten Stuntman, der Show. Oder? Die gucken nämlich bei der ganzen Sache nur zu. Und sobald sie lachen, werden sie dafür bestraft. Auf der Nummer 7 befindet sich diese kuriose Show mit dem Titel Girls vs. Lizards, zu Deutsch Mädchen gegen Eidechsen. Hierbei wird eine große, hungrige Eidechse mit scharfen Zähnen in ein Terrarium gesetzt. Anschließend müssen die weiblichen Kandidatinnen ihre Köpfe durch Löcher von unten in das Terrarium stecken. Wer seinen Kopf dann als erstes vor Angst einzieht, wenn sich die Eidechse nähert, hat verloren. Damit das Spiel auch wirklich spannend ist, werden den Kandidaten rohe Fleisch. Ach, come on, Alter. Wie krank ist es bitte? Stücke an die Köpfe gebunden, die hungrige Eidechse sofort riecht und unbedingt fressen will. Kommen wir nun zur Nummer 6 und einer Show, die unter dem Motto Küss sehr primitiv steht und die selbst für japanische Verhältnisse primitiv.
Haben die denn noch Leck meine Eier auch? Auf viele Menschen völlig unangenehm. Ja, genau, das kennt wirkt. Man. Ja. Vielleicht kennt ihr bereits aus das ist ja schon teilweise krank. Shows wie Naked Attraction, bei der Menschen sich unbekleidet in Boxen befinden und sich dann gegenseitig auswählen und füreinander entscheiden müssen. In dieser japanischen Show bleibt es allerdings nicht nur beim Daten. Tatsächlich werden die Kandidaten hier nämlich in Teams eingeteilt, während ein Partner dann seinen entblößten Hintern durch eine Wand steckt und ein weiterer Mensch dies zeitgleich ebenfalls tut, muss der andere Spielpartner nun die Hintern nacheinander intensiv küssen, um herauszufinden. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Was? Was machen die als Übung? Küssen die vorher schon ihre Hintern? Bei wem es sich um seinen Teamkollegen handelt. Liegt er richtig, gewinnt er das Spiel. Weiter geht's mit der Nummer 5 und der Show Silent Library, also stille Bibliothek. Die Teilnehmer sitzen hier in einer echten Bücherei um einen Tisch, auf dem 6 Karten liegen. Nacheinander müssen sie diese Karten nun ziehen. Auf einer der Karten befindet sich ein Totenkopf. Wer diese Karte zieht, bekommt anschließend eine Aufgabe. Genauer gesagt, erhält der Kandidat aber keine klassische Spielaufgabe, sondern wird vielmehr in irgendeiner Weise körperlich gequält. Während der Kandidat die Schmerzen über sich ergehen lassen muss, darf er keinen Ton von sich geben. Auch seine Teammitglieder müssen komplett still bleiben und dürfen beispielsweise nicht mal lachen. Ansonsten hat das Team verloren. Bei Silent Library handelt die es sich somit Klopfer. Eine Sendung Sorry. Des in Japan sehr beliebten Genres Punishment Show, also Bestrafungsshow. Hierbei werden Teilnehmer, die bei einer Aufgabe versagen, dann oft schmerzhaft bestraft. Auf der Nummer 4 befindet sich dieses Spiel aus der Sendung Sports Bucker, bei der die Kandidaten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Eventuell kennt ihr es aus Sushi-Restaurants, dass die Speisen an einem Band an euch vorbeifahren und man sich herunternehmen kann, was man essen möchte. Beim Spiel Kaiten Sushi, was übersetzt Sushi-Förderband heißt, müssen die Kandidaten das Essen nicht nur vom Förderband nehmen, sondern es auch sofort verspeisen. Und zwar nicht etwa nur die Lebensmittel. Das hört sich okay an, ich meine, wie eine Dschungelprüfung. Sondern wirklich alles. Somit muss unter hohem Zeitdruck nacheinander alles gegessen werden, was auf den Kandidaten zufährt. Dabei werden wild durcheinander Sushi, Kuchen, Suppe oder. Er kann Nudeln einfach alles runternehmen und dann in Zeit ist. Finde ich nicht so schlimm. Das Ziel durchfährt, hat der Kandidat das Spiel verloren. Kommen wir nun zur Nummer 3 und dieser Gameshow, bei der ausschließlich attraktive weibliche Kandidaten gegeneinander antreten. Diese müssen Posen von vorher gezeigten Fotos möglichst gut nachahmen. Wird eine Spielerin ausgewählt, so versteckt sie sich zunächst hinter einer dünnen Tür, die von hinten beleuchtet wird und nur ihre Silhouette zeigt. Hier führt die Kandidatin dann zur Freude des Publikums und einer Jury elegante Bewegungen vor, während Musik ertönt. Sobald die Musik ausgeht und die Tür sich öffnet, muss die Kandidatin schnellstmöglich die Pose einnehmen, die vorher auf dem ja, Foto ich mein, gezeigt ist es nicht wurde. Daher könnte man diese Show als weirde Mischung aus oh Stepptanz und Charade nein, für ist der Mensch bezeichnen. Als nächstes kommt die Nummer 2 und diese Show, bei der sich die Kandidaten auf einer schrägen Wand befinden, die sie im Team erklimmen und dabei Aufgaben erfüllen müssen. Obwohl es für den Zuschauer gar nicht so schwierig oder gefährlich aussieht, muss man bedenken, dass die Teilnehmer unter vollem Körpereinsatz hier auf den Schultern ihrer Teamkollegen bis etwa 3,20 Meter hochklettern. Um das Ganze schwieriger zu machen, tauchen auch immer wieder Hindernisse auf oder es verschwinden Hilfsmittel wie Seile oder Stufen. Natürlich stehen das die Kandidaten... Schon, das ist schon sehr teilweise sehr primitiv, oder? Was da im chinesischen Fernsehen gezeigt wird. Immer schwieriger wird, nach oben zu kommen. Wer hier einen falschen Schritt macht oder sich vergreift, stürzt einfach in die Tiefe hinab und hat verloren. Auf der Nummer 1 befindet sich diese japanische Gameshow, die sich in oh, das kenne ich für TikTok, das ist so kriegend, Mahlzeit übersetzen lässt.
Der Teenager darf dabei aber als pure Ironie verstanden werden, denn sein Essen genießen wird in dieser Show sicher kein Kandidat. Das Prinzip ist simpel erklärt. In der Sendung stehen sich zwei Kandidaten gegenüber. Zwischen ihnen befindet sich ein durchsichtiges Plastikrohr. In der Mitte des Rohrs liegt dann ein Wurm, eine Schabe oder ein Insekt wie ein Käfer. Auf Los müssen die Kandidaten dann anschließend mit voller Kraft in das Rohr blasen, um das Tier in den Mund des Gegners zu buxieren. Wer das Insekt in den Mund bekommt, muss es dann essen. Manchmal geht es dabei wie beim Tauziehen wild hin und her. Und manchmal bläst ein Kandidat aber auch direkt so stark, dass das Tier sofort mit voller Wucht im Rachen des Gegners landet. Das war's nun auch schon mit 10 verrückten Alter, die Asiaten, die sind aber, oder die Japaner, die sind aber auch irre drauf, was das bedeutet. Halleluja. Also, ich würde mir das, ja, ich weiß nicht, bei uns, ja, ich meine, wenn man sich bei uns teilweise Serien anguckt, Reality-TV ist es genauso schlimm, aber okay, sagen wir ähnlich schlimm. Genauso schlimm würde ich nicht sagen. Was sagt ihr? Also, ich fand das mit dem Po-Küssen schon sehr weird. Abonniert gerne den Channel für mehr. Schaut auch gerne auf Instagram und vor allem auch gerne auf TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.